ist ja auch wunderbar. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Hey, du hier? Und ich bin natürlich auch nicht alleine gekommen. Nee, ich habe hier meine reizenden Freundinnen mitgebracht. Meine älteste Freundin, Jutta Hartmann. Jutta, dein Lob. Ich danke dir, Edith, dass du das wieder mit der ältesten Freundin gesagt hast. Das ist immer wieder schön. Aber ihr werdet ja auch nicht jünger, ne? Hallo! Ich hab das doch nur bezogen auf die Zeit, wie lange wir uns kennen. Nicht auf dein Aussehen. Naja, und wir haben natürlich auch unsere wunderbar jung aussehende Leggings-Boutiques-Besitzerin Brigitte Wuttke dabei. Hi, Edith. Willkommen. Naja, und natürlich darf auch kein Mann fehlen. Ja, wir haben doch jetzt so einen heißen Feger dabei, unseren Flugkapitän Heiko Kretschmer, der uns nämlich dann an Ballermann kriegen wird in der Show. Mensch, mit den sexy Damen auf der Bühne, ihr seht wirklich geil aus. Ihr aber auch. Ja? Die Anglo-Sisters von Hermann. Ja, genau. Du sagst es. So, liebe Leute, ich werde ja gesponsert von der Brigitte. Ja. Die hat nämlich diese Leggings hier für mich heute rausgelegt. Ja, richtig. Das ist wirklich geil, oder? Also, ich habe ja, viele von euch werden mich bestimmt kennen, ich sehe einige Kunden, auch männliche Kunden von mir. Ich habe eine Leggings-Boutique im Kindle Boulevard, direkt am U-Bahnhof Budünstraße. Und da könnt ihr gerne vorbeikommen und Edi, das ist natürlich meine Stammkunde. Ne? Und diese Leggings habe ich extra für heute für sie selber gemacht. Das ist nicht gekauft, das habe ich selber gemacht. Ich habe so Alufolie bestellt im Internet. Das ist aus dem asiatischen Internet-Shop gewesen. In Singapur gibt es so verschiedenfarbige Alufolien. Ja, das ist toll. Und daraus habe ich diese Leggings genäht. Und damit diese tolle Lochmuster entsteht, das habe ich mit dem Locher gemacht. Ja, nee, wirklich. Die hat ewig dran gesessen. Ja. Und als ich die das erste Mal angezogen hatte, keinen Schlüpper. Und das war ganz schlimm. Man sah ja alles. Es war wirklich... Und ich habe 3 Tage gebraucht, bis ich mich einmal durchgelocht hatte. Also. Nee, aber jetzt halt einen Schlüpper an, also keine Sorgen. Wir haben hier kein Problem mit Wespen. Ja, ich weiß nicht, ihr wisst wahrscheinlich alle, dass ich seit vielen Jahren Hartz-8-Empfängerin bin. Und ich muss mich natürlich auch immer ein bisschen rechtfertigen. Richtig. Ja, dass nicht alle denken, ich bin so eine Abzockerin, ja. Dass ich nur immer Geld kassiere vom Staat und nichts mache. Nein, ich habe das investiert in einen Tanzkurs, ja. Ja, und das wollen wir jetzt mal sehen, wie auf jeden Fall. Aber bei der Mütze ist mir das eigentlich zu viel. Edi, Mensch, du kriegst 18 Euro für den Auftritt, also hier wird in die Sonne und tanze. Ja. Wollt ihr sehen, wie Edi sich aus ihrer löchrigen heute zum 20. Mal. Er hat damit angefangen, als er 19 war. Also jetzt wissen Sie, wie alt er ist.
begrüßen Sie danach mit einem frenetischen Applaus, nachdem das Band gelaufen ist, Herrn Gerhard Hoffmann mit dem wilden Sofa. Jetzt kommt der Kevin Kühnert, das ist ja sozusagen die Greta Thunberg der Sozialdemokraten. Beinahe wäre nicht gekommen, weil ihn Andrea Nahles entführt hat, aber wir haben ihn befreien können. Einen herzlichen Applaus für Kevin Kühnert! Ja, meine Damen und Herren, wir haben natürlich alles herausgefunden, was ihn betrifft. Privat, die Horoskope, was auch immer. Und wir haben doch eine Kurzbiografie, Fräulein Tilly. Ach, Fräulein Tilly, die kümmert sich lieber um Herrn Kühnert. Ich kann beides. Ich bin eine Halbfrau. Ich bin multitaskingfähig, mein lieber Herr Hoffmann. Aha. Kevin Kühnert, der Vorsitzende der Jungsozialisten, ist am 1.7.1989 im Westen Berlins geboren. Er arbeitet im Berliner Abgeordnetenhausbüro der queerpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion Melanie Kühnemann-Gronow und ist Bezirksverordnete in der BVV von Tempelhof-Schöneberg. 2005 trat er mit 16 in die SPD ein und war von 2012 bis 2015 Landesvorsitzender der Berliner Jusos. Seit 2015 war er stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender und seit 2017 ist er Bundesvorsitzender der Jusos. Seit seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden ruht sein 2016 begonnenes Studium der Politikwissenschaft an der Fernuniversität in Hagen. Mit der No-GroKo-Kampagne der Jusos entfachte er eine nationale Debatte zur Zukunft der Großen Koalition. Und die Presse sorgte sich plötzlich um die SPD. Kevin, das SPD-Milchgesicht treibt die SPD in den Selbstmord. Kühnert, der Populist, ist der Sterbehilfer der SPD. Oder Kühnert ist der Totengräber der SPD. Aber es gibt auch Positives zu berichten. Das Time Magazine hat ihn 2018 zu einem der 10 Anführer der neuen Generation gewählt. Er bekam in der Kategorie ein Engagement der Kommunikation den Science Award 2019, den Oscar der Kommunikationsbranche. Kevin Kühnert. Ja, Kevin, wie gehst du mit sowas um, ein Milchgesicht genannt zu werden? Ja, stimmt ja. Echt, hast du ein Milchgesicht? Ja, ich war jetzt gerade 2 Tage auf dem Festival und relativ viel in der Sonne, da ist ein bisschen mehr Farbe als üblich, aber... Du hast Glimmer im Gesicht. Ja, das habe ich auch tatsächlich im Gesicht. Ich dachte, es sei angemessen für heute, deswegen habe ich es nicht abgemacht. Ah ja, sehr schön. Ich habe nur einmal mit Zungenschlag geküsst, das bleibt dann übrig. Fräulein Tilly, Privatsachen hinter der Bühne. Haben wir uns verstanden? Ja, Chefchen. Sehr schön. Sterbehelfer und Totengräber der SPD, wie findest du das? Ja, du hättest jetzt noch dazu sagen können, welche Zeitungen das waren, die das immer geschrieben haben. Es sind ja meistens die einschlägigen Blätter auch, die zu solchen Überschriften kommen, die es auch nicht hinkriegen, einen beim Nachnamen zu nennen, sondern auch als 30-Jähriger wird man dann mit dem Vornamen immer genannt. Du bist schon 30? Ja. Echt? Vielen Dank nochmal auf den Center. 21 geschätzt. Ja. Ein Jahrgang? Ja. Frau Giselle, wir sprachen nicht von 1930.
Naja, das war jetzt alles ganz nett. Fräulein Giselle, Sie haben doch sicher auch recherchiert. Haben Sie was Privates gefunden? Natürlich. Ah, das ist toll. Natürlich. Kevin Kühnert, zu meinem Bedauern, Kevin Kühnert kann nicht kochen. Aber wenn es mal sein muss, dann gibt es bei ihm einfache Nudelgerichte. Aber er bäckt gerne Weihnachtsplätzchen und Oma Dax Schokoladenkuchen. Dazu gibt es dann Weißwein, aber so lieblich wie irgendwie möglich. Ich mag es ja lieber trocken, ja? Kevin feiert die Zukunft. Morgens trinkt er Wasser. Ich trinke nur Wasser hier vorne. Ich will stilles Wasser. Morgens trinkt er übrigens nur Wasser und Kaffee und abends Bier von Schultheiß. Wie kommt's? Schultheiß. Ich bin Berliner, trinkt man auch ein Berliner Bier und Kindel und Berliner Pilsner ist nicht trinkbar, also trinkt man Schultheiß. Ich bringe dir Prosecco trinken bei. So, also, er war 9 Jahre alt, als sein Großvater ihn zu einem Fußballspiel des Berliner Traditionsvereins Tennis Borussia mitnahm. Als Jugendlicher leitete er dort die Fanabteilung und kommentierte Spiele fürs Vereinsradio. Von Juni 2013 bis 2017 war er Mitglied des Aufsichtsrats von Tennis Borussia Berlin. Soweit korrekt? Soweit korrekt. Ordentlich gearbeitet. Aber wenn er sich entscheiden müsste, ob Fußball oder Handball, es ist eine total untypische schwule Frage, ob Fußball oder Handball, naja, egal. Dann ist es klar, Handball. Handball hat er 15 Jahre gespielt. Was für eine Vorderhand. Ansonsten mag der passionierte Raucher jede Art von Sport. Am liebsten live. Sein Lieblingsinstrument ist die Geige. Na klar, er ist ja auch immer die Erste. Die er 12 Jahre lang gespielt hat. Sein Lieblingsfilm ist Catch Me If You Can und sein Lieblingsschauspieler ist Leonardo DiCaprio. Wenn es um Kunst geht, dann ist er ein großer Fan von Fotografie, Kunstinstallationen und Performancekunst. Seine Hobbys sind Politik und Sport und sein Lieblingsreiseziel, oh Kevin, I love you, Lissabon! Kevin, Politik ist dein Hobby, das ist doch eine glatte Lüge. Ja, so halb. Also Juso-Bundesvorsitzender sein heißt eigentlich 24-7 dieses Amt zu haben und trotzdem ist es ein Ehrenamt. Das ist ganz lustig. Es gibt immer so komische Bilder davon von Leuten, die Politik machen. Als ich das erste Mal in den Landesvorstand der Jusos Berlin gewählt wurde vor zig Jahren, da haben mich Leute in meiner Schule damals gefragt, nicht ob ich dafür Geld kriege, sondern wie viel Geld ich kriege. Also es ist in ganz vielen Köpfen immer so drin, wer irgendwas mit Politik macht, der lebt davon und da kriegt man ganz viel Geld. Das Gegenteil ist leider der Fall, muss man ehrlicherweise sagen. Naja, wenn es zum Parteivorsitz kommt, dann kriegst du ja Geld, glaube ich. Aber von dem ganz abgesehen, du trinkst Bauarbeiterbier? Ja, klar, aus diesem Wieso nicht Roter Oktober? Das wird doch zu deinem Sozialismus-Thesen viel besser passen. Du hast mir noch keins mitgebracht. Das ist, ach so, ja. Für dich hier auf der Bühne nur stilles Wasser. Tut ja, mir das ist gemein, weil ihr zählt die ganze Zeit alkoholische Getränke auf und ihr sitzt bei Mineralwasser. Die alkoholischen Getränke gibt es von Fräulein Tilly nachher. Na gut. Ja. Aber Sie haben doch sicher in die Sterne geschaut, Fräulein. Natürlich habe ich in die Sterne geschaut und auch das Horoskop von Kevin Kühnert ermittelt. Kevin Kühnert ist Krebs. Der Krebs reagiert entsprechend den Mondphasen, wenn er an das Leben und an die Liebe herangeht. Das Leben in Rampenlicht bringt ihn zum Glühen und Erfolg ist angesagt in der Unterhaltungsindustrie, Öffentlichkeitsarbeit oder im Medienwesen. Doch egal wie aufregend sein Berufsleben auch sein mag, sein Herz gehört seinem Heim. Am Ende des Tages braucht er eine Ruhestätte und eine gut eingerichtete Küche und ein liebes Fräulein Gisela. Hast du eine gut eingerichtete Küche? Nein, es ist ja eben die schon... Die findet er ja bei mir. Ach so, und Fräulein Tilly kann auch sehr gut kochen. Das stimmt allerdings. Allerdings tue ich das, seit ich abgenommen habe, nicht mehr so häufig. Ich lass mich lieber zum Essen einladen. Ja, das wird toll. Das wird...